Willkommen in der Ernüchterungszelle. Mein Name ist Sven Grammatke, Lieblingsopfer des Finanzamts und bei mir ist, wie immer, Chefredakteur Galvanotechnik, Robert Pitterek. Willkommen, Robert. Ja, danke. Willkommen auch an dich, mein lieber Sven, in der letzten Folge in diesem Jahr. Ja, erfolgreich haben wir das Jahr schon fast rumgebracht. Bist du mittlerweile in der Weihnachtsstimmung? Ja, du, das kommt allmählich, ne? Also morgen steht hier bei uns im Verlag die große Weihnachtsfeier an, ne? Wie wahrscheinlich in so vielen Unternehmen in Deutschland. Und da sind wir ganz gespannt drauf. Da wird gewichtelt, da werden wir auch ein Bier trinken und lecker essen. Und ja, die Besinnlichkeit, die stellt sich langsam ein. Ja, ich nehme mal an, es wird nicht bei einem Bier bleiben, oder? Wir werden sehen, ne? Fahren muss ich jedenfalls nicht. Ja, wobei erfahrungsgemäß waren jetzt die Weihnachtsfeiern, auf denen ich war beim Leutze Verlag, nicht so, dass es da irgendwie eskalierte. Ja. Also nee. Alkoholtechnisch war alles sehr gesittet. Das ist meistens einigermaßen moderat, ja. Genau. Was mich ein bisschen beschäftigt, ist so das Thema Demotivationsparadoxon. Finde das ganz interessant. Dafür gibt es sicherlich auch noch ein anderes Wort, aber ich finde die Definition ganz witzig, weil ich immer mal wieder feststelle, beim Thema Motivation, wir haben ja auch so eine entsprechende Rubrik in der Galvanotechnik, Management und Mitarbeiterführung, und dass eben Motivation nicht nur aus positiven Dingen bestehen kann, sondern es kann auch oft ungewöhnlich etwas Demotivierendes passieren, also scheinbar demotivierend, was aber sich dann trotzdem motivierend auswirkt. Und wir kennen das schon aus der Kindheit, zum Beispiel im Sportunterricht, wenn es dann heißt, ja, das schaffst du nie, und dann gibt man sich besonders Mühe, um es dann doch zu schaffen. Ja. Oder auch im Profisport, Fußball ist ein gutes Beispiel. Die Spieler kommen rein in ein fremdes Stadion, Zehntausende pfeifen die aus, und die sind dadurch, durch dieses Auspfeifen, eigentlich noch motivierter. Ja. Gibt es zumindest, ne? Ja, sowas passiert. Und oder keine Ahnung, wenn wir die letzte Podcast-Folge drehen, dass man da versucht, es noch besonders gut zu machen, ja, obwohl es eigentlich was Demotivierendes sein müsste. Ja, ja, ist das. Also du kennst es sicherlich auch aus deinem Arbeitsalltag. Ja, ich meine, das Demotivierende, das gibt es immer mal wieder, ne? Also die Rahmenbedingungen sind ja nicht nur in einem Staat gut oder schlecht, sie sind ja auch an einem Arbeitsplatz durchaus mal motivierender oder weniger motivierend. Ja, ne? Und ja. Das kann ich so unterstreichen. Ne? Oder manchmal ist es auch so, dass man durch, sagen wir mal, nicht so gute Ergebnisse dann angespornt wird, das beim nächsten Mal sehr viel besser zu machen. Ne? Also die Motivation kann auch motivieren. Genau. Ja. Aber wir haben ein Heft mit ein paar motivierenden Artikeln, auch wenn du im Editorial etwas über Ernüchterung schreibst und die Zustände 2023, das ist dann etwas weniger motivierend, aber auch daraus kann man Kraft schöpfen, vielleicht nächstes Jahr besser zu machen. Und fangen wir doch gleich mal mit dem ersten Aufsatz an. Das ist nämlich eine Fortsetzung von der Frau Christine Pippich-Schmidt. Ja. Und zwar geht es wieder um Aluminium. Und im ersten Teil hat sie ja beschrieben, wie Aluminium gewonnen wird. Und jetzt im zweiten Teil geht es um Aluminium-Halbzeuge. Ja. Und ja, also wie man Aluminium-Legierung herstellt. Es geht sehr viel ums Walzen. Häufig angewendete Aluminium-Legierung und ihre Eigenschaften sind in einer großen Tabelle aufgezeigt. Ja. Und dann gibt es noch eine Auflistung, wo Aluminium überhaupt zum Einsatz kommt. Ich meine, die Profis wissen das meiste, aber gerade auch etwas Jüngere und Quereinsteiger sind da sicherlich hier und da erstaunt, wo Aluminium überhaupt vorkommt. Ne? Ja, ja. Und wir können uns dann auf die Fortsetzung freuen, und du wahrscheinlich ganz besonders. Da geht es nämlich um dein Spezialthema Gießen. Ja, ja. Das ist richtig. Ja, ja. Das, da freue ich mich auch drauf. Das sind so Geschichten, wo ich natürlich dann, ich habe ja da so lange gearbeitet in diesem Bereich. Aluminium, Druckguss ist natürlich auch ein ganz entscheidender Bereich, ja auch für Galvaniker, die dieses Material dann nachher beschichten dürfen. Mhm. Nicht immer ganz leicht, wie ich mittlerweile gelernt habe.
Und da freue ich mich drauf. Ich habe ja da auch so ein paar, sagen wir mal, Connections in Bezug auf schöne Bilder und solche Geschichten. Also da wird mir sicherlich noch was Schönes zu einfallen, wenn auch die Bearbeitung zu diesem Zeitpunkt noch der Zukunft liegt. Aber da mache ich mich bald dran. Sehr schön. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich freue mich auch, dass es die Serie an sich gibt, weil Aluminium einfach ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Wird uns auch nicht loslassen, Aluminium, ne? Also ich meine, es ist ein Leichtmetall, ein mit sehr interessanten Eigenschaften und das wird so vielfältig eingesetzt und der Einsatz steigt und steigt und steigt. Da kommt Christin Pippi Schmidt mit ihrer Serie eigentlich wie gerufen, um ein zukunftsfähiges Substrat, muss man ja aus der galvanotechnischen Perspektive heraus sagen. Ja, das ist einfach ein vielversprechendes Substrat. Ja, finde ich auch. Vielversprechend und vor allem auch spannend ist ein weiterer Artikel, den du aus der Ukraine geschickt bekommen hast. Oh ja. Der Artikel heißt Electrodeposition of Amorphous COW Alloys by Pulse Current. Ne? Ja, geht doch ganz leicht von der Zunge, ha? Ja, Wahnsinn. Die Autorin Valentina Titarenko von der Dnipro University of Technology, gerade mal 80 Kilometer von der aktuellen Front entfernt. Ja, das ist schon krass irgendwie. Also wenn man eben diese Tagesmeldung auch mitverfolgt und sich dann vorstellt, dass da quasi in unmittelbarer Nähe des Krieges trotzdem weitergeforscht wird und versucht wird, einen geregelten Alltag hinzubekommen, ist schon Wahnsinn. Ja, kann ich nur bestätigen. Bisschen was dazu schreibe ich auch in der im Editorial dann noch. Genau. Ich habe ihr da gut zugesprochen. Sie war auch sehr dankbar. Also die brauchen, glaube ich, da jedes Signal, dass man an ihrer Seite steht. Und das tue ich auch. Und die sind unermüdlich. Ja. Die machen immer weiter. Im Artikel selbst geht es dann um Kobalt-Wolfram-Legierungsschichten, die aus einem Ammoniak-Elektrolyt, so ich glaube bei pH 11 und 60 Grad Celsius abgeschieden werden. Ja. Was sehr interessant ist, sie beschreibt da sehr detaillierend den Elektrolytenaufbau und es geht halt darum, die Eigenschaften durch Pulseplating dann noch zu beeinflussen. Unter anderem, wie man es halt von der Technologie kennt, dass dann die Metallsalze etwas geringer sind, also man kann mit geringeren Konzentrationen arbeiten, man kann die Schichteigenschaften entsprechend beeinflussen, so unter anderem auch die Mikrohärte, die da eine ziemlich wichtige Rolle spielt. Und das Ganze ist dann halt entsprechend bebildert und beschrieben. Und selbst wenn man jetzt mit Kobalt-Wolfram-Legierung momentan noch nicht so viel am Hut hat, ist das durchaus ein sehr, sehr interessanter Artikel, den man als Galvaniker sich zu Gemüte führen kann. Und ja, in Sachen vor allen Dingen Funktionalisierung, ne? Ich meine, dass man da jetzt, du hast es selber erklärt, Mikrohärte steigert. Ne? Deswegen habe ich ja auch ein Werkzeugbild als Aufmacher gewählt, weil wir das natürlich dort unter anderem brauchen. Ja, das Bild hat mir sehr gut gefallen, diese Regenbogenfarben. Ja, genau. Ne? Wollen wir hoffen, dass das bunte Bild da auch so ein bisschen wieder mehr zu bunten Zeiten in der Ukraine führt und nicht zu den Grauen, die wir da momentan sehen. Schöne Bilder hast du übrigens auch bei deiner Reportage bei IMO gemacht. Die hast du ja schon in der letzten Folge angekündigt, dass es dazu kommen wird. Und jetzt kam es dazu. Ja, das ist ja auch nicht immer gesagt, dass das immer alles so klappt, wie man es plant. Das ist im Journalismus leider so. Aber es hat geklappt und du hast eine sehr schöne und sehr interessante Reportage geschrieben. Was mir halt besonders gefällt, ich habe das schon x-mal auch im Podcast erzählt, dass man wirklich so das Gefühl hat, wenn man den Artikel liest, dass man gerade selbst in der Firma ist. Das ist echt toll. Das freut mich, dass du es auch so siehst. Das ist natürlich, das ist der ganze Hintergrund. Ne? Reportagen sollen ja einen lebendigen Einblick geben und Arbeitsabläufe dann auch
sozusagen plastisch auch zeigen und nicht nur beschreiben. Ne? Und das ist wirklich ein hochinteressantes Unternehmen. Einer meiner Lieblingssprüche mit dem hochinteressant. Aber es ist auch mit das größte Unternehmen, was ich bisher kennengelernt habe in der Branche. Ja. Zwar hat das ja über 500 Mitarbeiter. Das ist ja schon eher, ich will jetzt nicht sagen eine Seltenheit, aber es ist auf jeden Fall jetzt nicht so häufig bei Galvaniken. Und da gibt es 7 Werkshallen, ne? Überwiegend Bandgalvaniken, aber auch Schüttgutgalvaniken, Stückgutgalvaniken, wo verschiedene Sachen drauf sind, Gestelle, wo Trommeln reingehen, etc. etc. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Und natürlich hat so ein Unternehmen ja auch Rahmenbedingungen. Das Management steht vor Herausforderungen, vor denen alle Unternehmen der Branche stehen. Das habe ich mir alles genau angehört, habe mir lange Gespräche mit dem Management und auch mit dem Produktionsleiter René Kühnemund ermöglicht. Und man kann grob gesehen sagen, die haben ausgefeilte Technologien, die verfügen über motivierte, sehr gut ausgebildete Galvaniker, Ingenieure auch, die dort ihre Arbeit machen. Die unter anderem ist IMO ja auch im Anlagenbau, allerdings überwiegend für sich selber tätig. Sie setzen auf Nachhaltigkeit, weil sie auch wissen, Klimabilanzen müssen bald abgegeben werden, sparen Energien ein. Und last but not least unternehmen sie auch starke Anstrengungen eben in das Thema Nachwuchswerbung. Wir wissen ja, Thema Personal in Deutschland ist ja wirklich auch angespannt. Das betrifft Galvaniken immer sehr gerne. Ne? Dort will man sich als moderne Industrie, nicht als Old Industry sehen. Es war wirklich ein ganz spannender Besuch, den man hier eigentlich ziemlich gut nachlesen kann. In der Reportage. Interessant ist halt auch eben dieser Aspekt Bandgalvanik. Da hast du ja 2, 3 ganz gute Fotos gemacht, um da mal einen Einblick zu gewähren. Weil Bandgalvanisieren ist halt etwas, was, ich sag mal, bestimmt 80%, ist jetzt so wirklich gewürfelt die Zahl, aber auf jeden Fall ein Großteil der Galvaniker so nie selbst gemacht haben, weil es halt immer noch relativ selten ist. Und Bandgalvaniken sind halt eben vorwiegend auf Band spezialisiert, also sind nicht so, sag ich mal, normale oder durchschnittliche Lohngalvaniken, die dann halt auch eine Bandgalvanik irgendwo mit haben, sondern die sind halt wirklich darauf fokussiert. So ist es eben bei IMO und mit den Jahren kamen dann noch andere Verfahren dazu, würde ich mal so sehen. Ist auch interessant, die Firmengeschichte von IMO und eben diese Dimensionen, also die Anzahl der Anlagen, die Anzahl der Mitarbeiter und was das natürlich alles nach sich zieht, also die riesige Abwasseranlage, die ganze Luftaufbereitung, die Pressluft, die da geliefert werden muss, weil eine Bandgalvanik braucht noch mal deutlich mehr Pressluft als eine andere Galvanik, durch dieses Abblasen, was ja auch so schön berichtet wird. Also ich glaube, man kriegt da einen sehr guten Eindruck und kann mal so über 8 Seiten in dem Betrieb eintauchen. Da bin ich dann auch mal ganz gespannt. Mal sehen, ob es ein paar Reaktionen gibt. Jedenfalls ist es so, der Galvano, wir haben ja dann am Ende auch noch einen kleinen Tipp gegeben, ne? Denn wir haben ja auf der Website des Leutzer Verlags auch noch einen sogenannten Bandrechner. Also ja, das ist ein kleiner Bestandteil aus dem Galvano-Rechner auf Galvanotechnik for You. Ja. Da kann man ja alles Mögliche berechnen, angefangen von Geometrien, Umrechnung, typische Galvano-Berechnung, Abwasser, Spülen, Mischungskreuz und. Und da gibt es halt auch einen Bandrechner für vollflächige Bänder. Und das Interessante bei dem Galvano-Rechner ist generell, dass wenn man jetzt so ein Formular ausfüllt mit den Werten und dann auf Berechnen klickt, dass man hinterher auch die Berechnung in der Formel sieht. Ja, also es gibt dann immer, also nicht nur bei dem Bandrechner, sondern grundsätzlich gibt es dann so eine kleine Tabelle mit 2 Spalten. Die eine Spalte zeigt die allgemeine Formel an und die andere Spalte zeigt an, wie die Zahlen aus dem Formular dann eingesetzt werden in diese Formel. Das ist nicht nur für Azubis interessant, sondern
grundsätzlich. Und gerade bei dem Bandrechner kriegt man dann auch so ein bisschen ein Gefühl dafür. Also zum Beispiel, was wiegt eigentlich so ein Coil? Ja, so von einem vollflächigen Band. Wir haben in dem Artikel für Aluminium ein schönes Bild mit diesen Aluminium-Coils. Ja, also diese aufgerollten Bänder. Und da kann man eben schön ausrechnen, was so ein Ding eigentlich wiegt und wie lang so ein Band dann ist und wie lange es braucht, um es zu galvanisieren. Es ist ja auch einfach total gut, wenn man mal den Rechenvorgang auch ein bisschen verstehen kann anhand der Formel. Ne? Genau. Und nicht einfach nur ein Ergebnis ausgespuckt bekommt. Ganz genau. Das machen ja eigentlich die meisten Rechner, die spucken dann irgendwo ein Ergebnis aus. Und uns war es halt wichtig, eben weil Galvanotechnik4u ist ja eine Seite, wo man sich weiterbilden kann mit Online-Kursen und vielen anderen Möglichkeiten. Und da reicht aus meiner Sicht einfach ein Ergebnis nicht aus, sondern da ist es halt gut, wenn man auch wirklich eine Formel hat. Das ist auch ganz gut, wenn man dann bei Klassenarbeiten und Prüfungen schummeln will, hat man entsprechend alles schon parat. Ja, also dafür war es jetzt ursprünglich nicht gedacht, aber man kann es natürlich dazu benutzen. Und in dem Galvano-Rechner ist beispielsweise auch alles drin, was in diesem Mathebuch drin steht, technische Mathematik. Also jede Berechnung, die in diesem Mathebuch vom Leutze Verlag durchgeführt wird, kann man auch dann mit dem Galvano-Rechner durchführen. Ja, Wahnsinn, ne? Ja. Kann. Ne? Ja, das glaubt man gar nicht. Naja, insgesamt kann man vielleicht nochmal sagen, IMO-Oberflächentechnik ist aber auch gut aufgestellt, großes Unternehmen, was auch durchaus Zukunft hat, ne? Weil wir reden ja hier über Kontakte, Steckverbinder, ne? Die sind dann vielfach natürlich gerade in modernen Autos gerne drin, ne? Wir haben viele Sensoren, viele Kameras, je moderner die Autos werden, und das spielt, wenn man so will, IMO-Oberflächentechnik in die Hände, die dann die entsprechenden Aufträge bekommen, Steckverbinder liefern und aktuell 40 Auszubildende, ne? Wenn wir wieder mal beim Thema Ausbildung sind, ne? Das ist ein Höchststand für das Unternehmen. Ja, das ist auch sehr wichtig. Ne? Nachwuchsförderung, haben wir ja auch schon im Podcast einige Male drüber gesprochen, die Wichtigkeit dessen, und das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben, hoffe ich. Das die Wichtigkeit, nicht, dass wir so wenig Fachkräfte haben, sondern einfach, dass die Galvanotechnik als Branche auch weiterhin Bedeutung hat. Vielversprechend da aber dann auch, dass es jetzt noch 40 sein können, dass also 40 Leute dort anfangen. Also die Galvaniken können schon auch immer noch Leute kriegen, auch wenn es schwierig ist. Ja, in der IMO-Reportage geht es eben auch um Energiekosten und Nachhaltigkeit, und das ist jetzt auch unser nächster Block im Podcast, weil in der Ausgabe 12 gibt es erstaunlich viele Artikel rund um dieses Thema, also CO2, Energie und so weiter. Wie kommt es eigentlich? Naja, erstmal haben wir einen Schwerpunkt, ne? Nachhaltigkeit in der Galvanotechnik. Ne? Da macht es ja Sinn, dass wir dann auch entsprechend die Artikel bringen. Ne? Und und das Thema ist einfach in aller Munde. Wir können es nicht ändern. Und wir haben ja die hohen Stromkosten. Ne? Das ist ja nun mal leider so, auch nach Reduktion bzw. fast vollständiger Aufhebung der Stromsteuer. Um rund 2 Cent sind ja weiterhin, wie wir das auch in der IMO-Reportage erfahren, 3 bis 4 Mal so hohe Stromkosten für die Unternehmen, ja, fallen an, als es vorher war, vor den Krisen, also auch noch vor Corona, ne, da war es einfach viel, viel billiger. Und heutzutage muss man mit Energieeffizienz, also es bleibt den Unternehmen ja kaum was übrig, als mit Energieeffizienz dann eben dagegen zu steuern, eventuell auch mit Investitionen in Technologien, die weniger verbrauchen und entsprechend natürlich auch weniger CO2 emittieren. Insofern hängen die beiden Punkte ja schon sehr stark miteinander zusammen. Ja. Ne? Also ich denke auch, bevor wir in dieses Thema jetzt einsteigen und die einzelnen Artikel, noch 2 Sachen. Die erste Sache ist, wahrscheinlich werden sich einige Leute denken, boah, schon wieder so ein CO2-Thema, es hängt mir echt zum Hals raus. Und zum Teil kann ich es verstehen, aber CO2 und Klima, das ist für mich immer nur eine Verpackung für viele, viele weitere Themen.
die dahinter stecken. Und das eine sind natürlich die Kosten, die man sparen kann. Und das ist besonders heutzutage wichtig, war eigentlich auch schon immer wichtig. Aber jetzt, wie du gesagt hast, steigende Energiepreise, besonders wichtig. Und die zweite Sache ist halt, es geht oft darum, es geht nicht darum, dass man sagt, man reißt jetzt den Betrieb ab und macht jetzt alles klimaneutral, sondern es geht darum, dass wenn eben Sachen erneuert werden müssen, wenn man neue Anlagen braucht, Teile ersetzen muss, dass man dann eben vor der Wahl steht, mache ich es konventionell oder gibt es Möglichkeiten, die umweltfreundlicher sind. Ja, also auch wenn es Galvanica manchmal so unterstellt wird, wir sind eben nicht die Leute, die jetzt den ganzen Tag überlegen, wie können wir die Umwelt verpesten und Leute damit töten, sondern wir sind ja selbst auch ein Teil dieser Erde. Ja, ja. Und viele haben auch noch Kinder, die auch die Luft atmen sollten und Wasser trinken sollten. Und entsprechend sind wir natürlich bestrebt, das dann auch umweltfreundlicher zu tun, soweit es möglich ist. Ganz genau. Viele Branchenunternehmen machen ja auch genau das, sogar mit äußerstem Elan. Genau. Und ich würde ganz gerne einsteigen mit dem Editorial von Heinz Kesinger aus dem Umweltteil. Da geht es nämlich um Klimagipfel in Dubai, was ja in sich schon ein kompletter Witz ist. Also ja. Klimagipfel in Dubai ist in etwa so, als würde der Vatikan einen Kongress über Zölibat in einem Bordell abhalten. Ja, also es ist wirklich, wer auf die Schwachsinnsidee kommt, also und genau darüber lässt sich Heinz Kesinger auch völlig zu Recht aus. Wie ich finde, meiner Meinung nach, aber mich fragt ja niemand, hätte man so einen Klimagipfel in einem Land abhalten sollen, das entsprechend auch als Vorbild dient, ja? Mhm. Also unabhängig davon, dass jetzt eben diese ganzen Reisekosten entstehen und natürlich dann, ich sag mal, 70.000, 80.000 Personen durch die Welt jetten, darüber kann man sich an sich schon aufregen, aber wenn man das schon tut, dann warum nach Dubai? Ja, das ist ja das Ölland schlechthin, ne? Wissen wir ja, ne? Oder alles auf der arabischen Halbinsel. Gut, das könnte man natürlich auch als eine Art Zeichen sehen. Und wenn wir uns jetzt mal den Verlauf ein bisschen anschauen des Klimagipfels, der ja mittlerweile in vollem Gange ist. Ich glaube, heute sollte der Klimagipfel offiziell beendet sein, aber wird er wohl nicht, weil man ist sich da nicht einig. Es ist ja so, dass die klimaambitionierten Länder da nicht so recht einverstanden sind mit dem aktuellen Abschlusstext. Und da geht es ja darum, Ausstieg aus den fossilen Energien. Ne? Und das ist aber natürlich auch ein schwieriger Streitpunkt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Denn es wird ja noch lange Zeit nicht ohne fossile Energien gehen, so sehr wir uns auch anstrengen. Ne? Und wo ich auch ein kleines Problem sehe, ist, dass natürlich Entwicklungsländer, die sich jetzt industrialisieren, denen können wir jetzt nicht den Boden unter den Füßen wegziehen und sagen, nee, tut uns leid, das könnt ihr nur mit den teuren, sagen wir mal, erneuerbaren Energien ermöglichen. Klar, wenn die in die Zukunft blicken, werden die hoffentlich selber sehen, dass es Sinn macht, erneuerbar Energie zu gewinnen, weil dann, da hängt ja vieles dran. Ne? Die erneuerbare Produktion, also die Produktion mit erneuerbaren Energien, die wird ja wahrscheinlich in der Zukunft auch tatsächlich gefordert sein. Ne? Und wenn man die dann nachweisen kann, ist das natürlich eine vernünftige Sache. Ne? Aber wie gesagt, das sind alles Diskussionen an der Stelle. Ne, es geht hier um die Zukunft und also das mit den erneuerbaren Energien, das ist ja auch etwas, also beziehungsweise Ausstieg aus Öl und Gas, weil ich stöber ja auch in älteren Büchern herum und in älteren Artikeln und dieses Thema war schon da, als es noch keine CO2-Diskussion gab. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Also selbst in 60er, 70er Jahren Artikeln und Büchern wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass fossile Energien irgendwann mal aus sind. Und, richtig, ja.
Gut, die Prognosen von damals, selbst Prognosen aus den 80er Jahren, die kann man vergessen. Also wenn es nach den Prognosen geht, hätten wir heute kein Öl mehr. Aber das Problem bleibt ja weiterhin bestehen. Ja? Also allein deswegen muss man da schon einen Ausweg finden. Und nicht bis zum letzten Tropfen alles rausholen und dann anfangen zu überlegen, ja, was machen wir jetzt? Weil dann kollabiert alles. Ja? Und das ist, was ich anfangs meinte bei dem Themenblock. Nicht einfach nur Fokus auf CO2, sondern es gibt eben viele, viele Argumente, ja, das besser zu machen. Und wir haben auch ein Beispiel im Heft, wo das genau so abläuft, und zwar von Dr. Matthias Hoch von Atotech. Ja. Da geht es um Reduktion des CO2-Fußabdrucks in der Galvanik. Das ist so die Überschrift. Und da werden wahrscheinlich manche schon weiterblättern und boring. Nee. Ja. Aber tatsächlich stecken in dem Artikel sehr viele interessante Dinge. Also es gibt dann zum Beispiel eine Statistik, dürfen jetzt mal die Zuhörer raten, wie viel Prozent in der Wertschöpfungskette macht eine Galvanik an der CO2-Emission aus? Ja. Also von wir fangen an, irgendetwas zu produzieren, beziehungsweise noch vorher, wir holen die Erze raus, bis hinten wird galvanisiert. Das sind immerhin laut dem Artikel 5%, also CO2, aber das ist dann natürlich auch, CO2 könnte man fast schon als Indikator ein bisschen sehen für Energie, die reingesteckt wird. Ja. Und zum Beispiel Atotech hat jetzt auch einen CO2-Rechner dafür entwickelt, den man sich mal anschauen kann. Das ist auch ganz interessant. Aber letzten Endes geht es halt darum, an welchen Stellen können wir nicht nur CO2 einsparen, sondern generell Energie einsparen. Mhm. Ja, und dann geht es zum Beispiel darum, etwa 60% des Beschichtungsprozesses sind direkt beeinflussbar. Ja. Und da werden auch einige Beispiele genannt, auch ein paar Lösungen von Atotech selbst natürlich, ist ja selbstverständlich, da geht es zum Beispiel um spezielle Smart-Anoden, was das alles ist, steht im Artikel drin, das will ich jetzt hier gar nicht groß vortragen, aber allein damit kann man, so wird geschätzt, 10-15% der Energie einsparen. Ja. Und das ist, was ich sagte, jetzt wird keiner hingehen und seine Anoden rausreißen und alles neu machen, aber wenn halt eine Änderung sowieso stattfinden muss, aus welchen Gründen auch immer, dann kann man sich auch mit solchen Themen befassen und vielleicht eine Anlage bauen, die an der Stelle eben 10-15% Energie einspart. Ist doch super. Das macht ja in jederlei Hinsicht Sinn. Das macht aus wirtschaftlicher Hinsicht Sinn, egal wie teuer Strom ist. Ne? Also auch wenn er günstig ist, sind 10-15% Energie weniger, die man reinsteckt, ja immer noch eine Einsparung, die man dann in Investitionen ins Unternehmen zum Beispiel einsetzen kann, ne? Und sich dann dadurch dann auch wieder besser aufstellt. Genau. Alles immer grundsätzlich sowieso Sinn. Auch wenn wir hier unter der Überschrift CO2-Einsparungen unterwegs sind. Ganz genau. Und also Atotech ist da jetzt nicht alleine unterwegs. Das machen viele andere Firmen auch, beispielsweise eben McDermott & Tone. Da gibt es auch noch einen Artikel, wo sie ein bisschen darauf eingehen. Wirtschaftliche Veränderungen, die Energiewende, neue Herausforderungen und gleichzeitig neue Chancen. So heißt der Titel dieses Artikels, kann man sich auch anlesen. Und dann haben wir natürlich auch noch im selben Themenblock ganz kurz, Sven, ja? Ganz kurz ein kleiner Einwurf. McDermott & Tone, das ist natürlich schön, dass du sie erwähnst, das wird die auch sehr freuen. Die haben nämlich ein Advertorial bei uns gebucht. Mit anderen Worten, dieser Artikel ist von ihnen, wenn man so will, lanciert. Ne? Aber das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Und das ändert ja auch nichts daran, dass die dort präsentierten Lösungen sozusagen für die Galvan- und Oberflächentechnik bei der E-Mobilität, die angeboten werden, durchaus interessant und gut sind und eben genau in die Bresche schlagen, die du gerade schon erwähnt hast. Ne? Was ich übrigens vorhin auch noch vergessen habe zu sagen, dass
geht jetzt wieder sehr ins Allgemeine, aber ich finde das sehr amüsant, gerade im Bezug auf Strompreise. Du hast ja erzählt, die Steuern fallen nahezu weg, aber die Strom- und generell Energiekosten sind ja trotzdem noch sehr, sehr hoch. In unserer, ich sag's mal plakativ, kapitalistischen Welt geht man ja immer, also geht vor allem die Industrie immer dagegen vor, dass ein Staat irgendetwas regelt, weil das heißt immer, ja, der Markt regelt und der Markt ist super, der regelt das auch richtig gut. Und jetzt aber bei den Energiekosten, ich glaube, da wären viele Firmen ganz froh, wenn das der Staat regeln würde. Und zwar so, dass er halt sagt, okay, es gibt halt so eine Art Obergrenze für die Preise, fertig aus, Mickey Mouse, ja, oder wir haben andere staatliche Formen für Energie. Ich meine, wir hatten sowas früher mal, also früher war viel mehr staatlich wie heute, beispielsweise in den 80er Jahren, die Kohl-Ära. Allerdings hat die Kohl-Ära auch dafür gesorgt, dass das dann nach und nach abgeschafft wurde, und die späteren Regierungen haben da richtig Vollgas gegeben, und heute wäre man froh, wenn da ein bisschen mehr reguliert wäre und die Preise halt nicht ins Unendliche schießen. Das ist richtig. Aber das nur als Randbemerkung. Ja, hier vom Hobbykommunisten. zum nächsten Artikel. Wir haben von Sven Reimold den fünften Teil zum Thema Energiesparen. Und in diesem Teil geht er vor allem auf LEDs ein. Vielleicht etwas, was auch viele nicht so auf dem Schirm haben. Und er fängt dann damit an, ja, wie viele Röhren haben sie bei sich im Betrieb? Und dann fängt er an zu rechnen und kommt dann auf so Rechnungen, dass eben so eine LED-Röhre 29 Watt verbraucht gegenüber 58 Watt bei konventionellen T5-Röhren. Und wenn man das dann mal so hochrechnet aufs Jahr, das ist ganz schön viel Geld, was man da einsparen kann. Ja, ich habe es mal übers Knie gebrochen. Das sind ja 40% etwa so weniger. Vielleicht sind es auch eher noch so zwischen 30 und 40. Auf jeden Fall ist das schon eine Hausnummer. Ne? Ja. Und man darf ja auch nicht vergessen, die sind ja dann auch noch länger haltbar. Ja, genau. Also die sind grob 2 bis 5-mal so lang haltbar. Sind frei von Quecksilber, ist ja auch ein wichtiger Punkt. Und dann kommt es noch hinzu, dass die halt sofort die volle Leuchtkraft haben. Und man kann die aber auch noch regulieren. Ja? Also man könnte mit Sensortechnik das Ganze nochmal runterdrehen, im Sommer zum Beispiel, dass das dann nicht so ganz hell sein muss, und weiter Geld sparen. Ja, oder man denke an Sensoren, die zum Beispiel in irgendwelchen Gängen das Licht nur anmachen, wenn da jemand durchgeht. Genau. Also da kannst du ja nochmal zusätzlich mit der Steuerung der ganzen LED-Leuchtmittel dann tatsächlich auch nochmal weitere Energieeinsparungen vornehmen, die du mit so einer unflexiblen Leuchtstoffröhre ja überhaupt gar nicht, da könntest du ja nicht mal dran denken. Genau, und bei der Leuchtstoffröhre kommt halt noch hinzu, du hast ja nur zwei Zustände, an oder aus, und durch dieses An- und Ausschalten leben die halt noch kürzer. Ja? Also im Vergleich zur LED. Und er beschreibt es dann auch mit dieser Leuchtkraft, also dass eben bei LED das sofort da ist und bei den Leuchtstoffröhren eben nicht. Da musste ich an die ersten Energiesparbirnen denken. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Du erinnerst dich dran, man hat das Ding eingeschaltet und man hatte den Eindruck, es wurde noch dunkler. Also, also es hat halt ewig gebraucht, und bis die mal so richtig hell waren, hat man es nicht mehr gebraucht und wieder ausgeschaltet. Und das waren ja sowieso total skandalträchtige Dinger, ne? Ja, wenn ich jetzt auch mit Quecksilber und. Ja, fürchterlich. Das ist Wahnsinn, ne? Dass man uns so betrogen hat mit diesem Müll. Ja. Das kann ich heute immer noch nicht glauben. Ja. Also ja, das war halt gute Lobbyarbeit. Ich glaube, vor allem von Osram, die da im Prinzip den ganzen Gesetzesentwurf auch schon der EU bereitgelegt haben. Okay. Und muss man sagen, also rein aus Geschäftssinn, toll gemacht.
Danke für nichts, ja. Ich schließe mich an, ja. Sven. Also bei Privathäusern bin ich da sowieso noch ein bisschen skeptisch bis heute, weil man eine Sache vergisst, diese klassischen Glühbirnen. Ja, ja. Natürlich verbrauchten die viel, viel mehr Energie, aber diese Energie, die sie zu viel verbraucht haben, bekam man ja als Wärme zurück. Das heißt, ja, das auf der einen Seite sparen wir jetzt bei der Stromrechnung, also jetzt nicht mehr, weil die Preise so hoch sind, aber theoretisch würden wir da ganz toll sparen. Aber dafür gehen die Heizrechnungen hoch, ja. Also es gab ja mal dieses Konzept von Passivhäusern, das war eben auch darauf ausgelegt, dass die Glühbirnen Wärme abgeben, ja. Und dann durften die ganzen Passivhäuser Heizung nachrüsten und damit haben sie das Konzept völlig ad absurdum geführt. Ja, das ist echt absurd, ne? Ja. Aber das neu überlegt, ist ja auch schon wieder outdated. Ja, ich glaube, wir schweifen wieder ziemlich ab. Deswegen schnell zum nächsten, weil das Interessante ist ja. Ganz kurz noch, die Heizungspumpe, die erwähnt. Ja, Heizungspumpe. Weil du ja gerade beim Heizen warst. Genau, ne? Genau. Ja dann, ne? Da ist nämlich, kann man zumindest auch nochmal erwähnen, ja auch ein deutliches Einsparpotenzial. Denn so eine moderne Heizungspumpe, die braucht 150 bis 200 Watt, eine alte 700. Ne? Da haben wir also quasi gegenüber der Lichtthematik sogar noch eine höhere Einsparung. Genau, und die so gibt Sven Reimold vor, rechnet sich bereits nach einem Jahr. Ja, ja. Und was amortisiert sich nach einem Jahr? Ne? Ja, das ist Wahnsinn. Ja, so ist es. Ja, ein anderes Thema, das wir haben, da geht es um Batterien. Die Batterie der Zukunft ist umweltfreundlich, heißt der Titel. Ein Artikel von der Emper. Und da geht es unter anderem um ein neues Batteriekonzept, eine sogenannte Redox Flow Batterie, die auch nicht brennt. Ja, das ist schon mal eine wichtige Eigenschaft. Allerdings hat die ein paar andere Nachteile. Also es ist halt anhand dessen, dass sie halt etwas weniger Energie speichern kann. Also die Energiedichte ist nicht so hoch. Ist jetzt für so Kleingeräte wie Smartphones und Laptops nicht unbedingt geeignet. Wahrscheinlich auch nicht für Autos. Aber dieses Konzept ist trotzdem interessant, weil wir ja auch im großen Maßstab Energiespeicher brauchen. Wir sind ja eben bei dem Thema erneuerbare Energien und eben dieses Totschlagargument oft, ja, nachts kommt ja keine Sonne und möglicherweise haben wir noch eine Windflaute und dann funktioniert das ja alles gar nicht. Also wir müssen halt diese Energie, die wir tagsüber gewinnen, irgendwo speichern und das ist vielleicht ein interessanter Weg. Ja? Also wer sich da ein bisschen weiterbilden will, kann sich das gerne mal durchlesen. Da sind ja diese Flüssigelektrolyten drin. Das fand ich nochmal wieder ganz spannend. Also als stationäre Speicherlösung scheint das wohl in eine ganz richtige Richtung zu gehen. Ne? Und das könnten wir in Zukunft häufig sehen. Bei der anderen Thematik, da haben wir ja auch ständige Artikel. Da habe ich ja sogar auch selber schon mal was recherchiert in Zürich. Ne, die Feststoffbatterie, das ist ja dann die kleineren elektronischen Geräte. Also man nehme Handy oder eben Laptop, ne? Genau. Oder auch Auto. Ne, Auto ist zwar schon größer, aber da würde sich jetzt die Redox-Flow-Batterie auch nicht unbedingt anbieten, aber die Feststoffbatterie wäre auch da interessant. Und da ist ja ein Riesenrennen im Gange. Ne? Also um die Feststoffbatterie kann man in den News der Zeitungen und Zeitschriften lesen. Ne? Da ist ja diese Swiss Green Battery zum Beispiel mit dran oder auch Toyota, die an der Feststoffbatterie arbeiten. Da werden wir noch sehen, wer da das Rennen macht. Ne? Aber als ein Baustein in dieser ganzen Speichertechnologie, deren Bedeutung du ja gerade noch mal verdeutlicht hast, Sven, ist da diese Redox-Flow-Batterie sicherlich spannend. Ja, also ich finde das ganze Themenfeld sehr interessant, weil vor einigen Jahren schon, wo vor allem die E-Autos so langsam an Popularität gewannen, wurde das Thema auch teilweise medial schon tot geredet, also mit typischen Totschlagargumenten. Und ich damals auch schon der Meinung war, hey,
geben wir doch einfach mal diesen Weg und mal sehen, was sich da noch alles entwickelt. Ja, wir können das ja nicht sofort absehen. Also es gibt ja auch in der Geschichte der Technologie unzählige Beispiele für Dinge, die zuerst sehr, sehr unausgereift waren. Also beispielsweise das erste Auto, ja, da war eine Kutsche mit Pferden immer noch weit überlegen. Und trotzdem hat man es gemacht. Und was haben wir heute? Wir haben quasi Raumschiffe auf Rädern, ja. Also, das kommt, ja. Und so war es auch mit den ersten Flugzeugen. Ja, wenn man sich so alte Videos anguckt, die ersten Flugversuche von Menschen war ja jämmerlich. Und was haben wir heute? Ja, Kerosinschleudern. Okay, das ist vielleicht kein gutes Argument. Aber so ist es halt immer. Und wir wissen nicht, wie sich die Dinge entwickeln. Und wir wissen auch nicht, was sich letztlich durchsetzt. Also müssen wir irgendwo mal anfangen und dann sehen, wo die Reise hingeht. Und natürlich kommt auch viel Mist dabei raus. Aber es kommen halt auch teilweise großartige Dinge dabei raus. Und wir müssen daran glauben und davon überzeugt sein, dass es Lösungen gibt, auch wenn wir sie noch nicht sehen. Ja, genau, das sehe ich eben auch so. Und genau sowas haben wir ja in so vielen Bereichen momentan. Ne? Ob es die Batterie ist oder das, die ganze Wasserstofftechnologie, auch da ist ja alles ständig im Flow. Ne? Ich erinnere mich in meinen Lebzeiten von mittlerweile 53 Jahren nicht daran, in so einer, sage ich mal, Veränderungsfülle gelebt zu haben, ne? Dass hier quasi ja ein guter Teil unseres technologischen Hintergrunds auch wirklich zur Disposition steht und man all das neu entwickelt. Und dazu gehört eben die Batterietechnologie. Ja, ganz genau. Wir haben noch, um den Blog so langsam mal abzuschließen, noch einen Artikel mit dem Titel EPD ist nicht gleich EPD. Und ja. Da stellt sich mir die Frage, was zur Hölle ist EPD? Environmental Product Declaration. Ja, großartig. Also im Kern thematisiert der Artikel die Bedeutung von CO2-Berechnungen und Nachhaltigkeitsaspekten. Das ist ja, wir hatten es heute auch schon im Podcast mehrmals, der, ich sage es mal so ganz erlaubt, der neue heiße Scheiß. Wir können CO2-Berechnungen anstellen. Und in dem Fall geht es halt um den Bereich der feuerverzinkten Baustähle. Und das Herzstück dieser Berechnungsstandards ist halt dieses EPD. Ja. Und ja. Der Industrieverband Feuerverzinken fordert transparente Vergleichsmaßstäbe und einheitliche Berechnungsmethoden für diesen CO2-Fußabdruck, weil da einiges noch im Argen liegt. Und natürlich ist in dem Fall geht es halt ums Feuerverzinken. Ich finde aber diesen Aspekt immer interessant, weil sich oft Leute irgendetwas ausdenken, was man schön berechnen kann, aber das hat dann mit der Realität nicht mehr so viel zu tun. Und dass da eben Fachleute einschreiten und sagen, hey, Moment, das funktioniert so nicht. Ja. Ja. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Aspekt grundsätzlich bei der ganzen Thematik, dass man das nicht nur Leuten überlässt, die vielleicht davon nicht so viel Ahnung haben. Wir hatten das Thema schon sehr oft, auch im Podcast. Ja, ich höre im Hintergrund jemanden Chrome 6 schreien. Laut und deutlich. Ja. Auch zu Recht, ja. Und von dem her sollte man so ein bisschen die Sinne schärfen und die Aufmerksamkeit schärfen, dass das auch in Zukunft alles mit dem richtigen Augenmaß passiert. Das ist richtig. Ne? Und hier haben wir ja schon mal das Beispiel dann eben für das Feuerverzinken. Ne? Wollen wir hoffen, dass das bei der Galvan- und Oberflächentechnik, bei den verschiedenen anderen Verfahren dann ebenfalls im Einklang mit den Fachleuten stattfindet. Ja, apropos Fachleute, wir haben noch zwei Interviews im Heft und das erste Interview ist mit Marco Poretti von der Firma Lafonte, sicherlich auch ein absoluter Fachmann. Das ist ein absolutes Fachunternehmen aus Italien
was aber neben Italien eben auch in Deutschland sehr, sehr gut verkauft. Die stellen Pumpen und Filter her und vertreiben die unter anderem in Deutschland, aber natürlich auch weltweit und ganz stark in Europa. Der Marco Poretti, der war hier bei uns in Bad Saulgau im Verlag zu Besuch und dann habe ich ihn mir gleich zur Brust genommen und zum Interview gebeten. Und dann haben wir über verschiedene Sachen, über die, das Unternehmen ist seit 1973 am Markt, das, wie es eben so entstanden ist, das ist eben auch ein ganz typisches mittelständisches Unternehmen. Und das ist dann eben für mich immer auch fast eine Herzensangelegenheit, weil ich sagen muss, dass diese mittelständische Industrie, Galvanotechnik, aber vorher dann auch schon die Gießereiindustrie, die haben es mir einfach angetan. Das ist das Rückgrat der Gesellschaft. Und genau so hast du dann auch eben bei Marco Poretti dieses typische Mittelständische, was da herausblickt, ne, wo man mit guten Ideen dazu kam, eine Lücke zu füllen im Markt, ne, und dann am Ende hingeht und Geschäfte macht und dankbar dafür ist, dass man gut am Markt positioniert ist und ganz bodenständig dabei ist. Und das sieht man beim Marco Poretti. Das zweite Interview war mit Stefan Tundal. Ja, so ist es, ne? Der Mann ist der Geschäftsführer von AIM Schweden. Mhm. Das ist ein Spin-off der Mittsuite-Universität in Schweden naturgemäß, ne? Und das ist schon auch ganz spannend, weil wir haben ja jetzt auch neben den ganzen Dingen, die wir besprochen haben bezüglich Nachhaltigkeit, bezüglich Klima und Emissionen, haben wir ja auch schon noch einen relativ wichtigen Fokus in diesem Heft auf dem Thema 3D-Druck bzw. additive Fertigung, ne? Das wird im Thema vor, also in unserer neuen Rubrik Vor-Nachbehandlung sehr genau angesprochen mit verschiedenen Veranstaltungen, die diesbezüglich gelaufen sind. Alles betrachtet aus den Augen unseres Galvanotechnik-Fachmanns, dem Wolfgang Hansal, der die Rubrik leitet. Und da ist dann eben, das Interview gehört da quasi dazu. Ne? Er wird auch gefragt, ganz am Anfang, der Herr Tundal, wie wichtig die Oberflächentechnik dabei ist. Da nimmt er Bezug drauf, aber er zeigt auch im Prinzip ein bisschen, wie die aktuelle, ja noch sehr junge Industrie des Metall-3D-Drucks aufgestellt ist. Mhm. Und mittendrin natürlich AIM Sweden. Also zum einen finde ich es interessant, wie er schildert, wie es überhaupt dazu kam. Also wirklich aus der Forschung heraus dann dieses Unternehmen gegründet wurde. Und auf der anderen Seite ist das Thema an sich, also 3D-Druck und Oberflächentechnik, auch eine sehr spannende Sache. Ich kann mich daran erinnern, weil es eben erst gestern war, in der Facebook-Gruppe der Galvanotechnik hat einer genauso eine Frage gestellt, hier etwas 3D gedruckt und kann man es galvanisieren? Also ich denke, es ist wirklich ein Thema, das jetzt immer mehr aufkommt. Das klang aus der Facebook-Gruppe, liebe Grüße an alle, eher nach Hobby oder Hobby. Projekt, aber das wird auch in der Industrie immer mehr kommen, dass dann irgendwelche Firmen oder Kunden, die man schon hat, dann ankommen mit zuerst sehr speziellen Sachen, die man dann galvanisieren soll, weil es gerade aus dem 3D-Drucker rausgefallen ist. Und mal sehen, wie sich die Sache entwickelt. Ja, das ist ja auch etwas, weil wir es heute hatten mit Entwicklung. Beim ersten 3D-Druck werden sich viele Leute gedacht haben, was soll der Scheiß? Und heute werden schon unfassbar viele Sachen gemacht. Also wir können Häuser drucken. Das ist irre. Also ich finde das wirklich sehr, sehr faszinierend. Das ist so, ne? Und das haben wir auch erkannt bei der Galvanotechnik-Fachzeitschrift. Und deswegen stehen wir da an der Speerspitze der Entwicklung natürlich und sind da mitten dabei und haben da unseren Mann auch, der da wirklich mit der Hand am Puls dieser Entwicklung ist. Großartig. Entwicklung wird es wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch geben. Du bist ja schon an der Januar-Ausgabe. Ja, so ist das. Tatsächlich, Sven, ganz kurzer Schlenker vielleicht noch. Was werden wir haben? Aluminium Teil 3, das wissen wir schon.
Dann geht es aber unter anderem in einem Artikel vom Roman Fuchs, Dr. Roman Fuchs, um das Thema Optimierung von galvanischen Schichten mit AAA-Coat, ne, Solgel. Das ist dann nochmal so eine Art Top-Coat, ne, was dann letzten Endes der eigentlichen galvanischen Beschichtung nochmal sozusagen, ja, den letzten Schliff kann man ja nicht so richtig sagen, ne? Aber es wird da auf jeden Fall, ist nochmal eine Optimierung. Ne? Wir werden auch noch einen zweiten Teil einer Geschichte sehen, die wir vor längerer Zeit schon von McDermott and Tone gesehen haben. Und zwar die Vorhersage von Korrosionsbeständigkeiten. Du wirst dich vielleicht noch erinnern. Ne? Da habe ich einen zweiten Teil bekommen. Das werden wir aber als runde Geschichte präsentieren, indem der erste Teil dann noch einmal als Zusammenfassung aufgegriffen wird. Also da werden wir spannende Sachen sehen. Dann werden die Oberflächentage aller Voraussicht nach mit der kommenden Ausgabe dann abgeschlossen. Das wird auch nochmal, glaube ich, ein recht großer Teil. Und außerdem haben wir mit einer Berichterstatterin am Galvano-Zirkel in Leipzig teilgenommen, worüber wir berichten. Und dann, last but not least, werden wir auch über Komposit-Galvano-Formung von Batteriekathoden lesen. Ne? Nun haben wir ja gerade eben so viel über Batterien geredet. Ganz viel passiert ja auch von unseren eigenen Forschern an den entsprechenden Hochschulen, also beispielsweise die Hochschule Aalen mit Professor Sörgel. Und da bin ich gewesen im letzten Monat und habe, ich glaube, wir hatten auch schon mal kurz darüber gesprochen, ne, dass ich diesen Besuch hatte. Und da wird jetzt die Ausarbeitung meiner Recherchen mehr oder weniger stattfinden. Und es wird ein neues Galvanotechnik for You-Heftchen geben. Ja, so ist es. Zum Thema Eisen. Ja, ja, ganz genau. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich alter Gießer, ne? Das Thema Eisen war da natürlich immer ganz groß und entsprechend werden wir da, glaube ich, auch wieder was extrem Sehenswertes herstellen. Und kannst du schon ein bisschen was verraten, was uns 2024 so erwartet? Oder ist es noch geheim? Naja, also wir haben da natürlich wieder mal spannende Schwerpunkte. Ne? Ich meine, eine Sache müssen wir ja schon mal sehen. Es geht direkt ja wieder früh los im Februar mit dem Leipziger Fachseminar. Das haben wir ja quasi jedes Jahr. Dann werden wir Fahrt aufnehmen mit dem Ulmer Gespräch im März. Dann ist aber auch nächstes Jahr ganz wichtig natürlich das Jahr mit der Surface Technology in Stuttgart, ne? Ja, die große Messe. Genau. Ne, wo auch unsere Fachzeitschrift auch wieder einen Stand haben wird. Und da freuen wir uns natürlich drauf. Und das Übliche, was wir da mit den Oberflächentagen etc. haben, das kennen wir. Das ist Jahr für Jahr das Gleiche. Schwerpunkte werden wir viele sehen. Was vielleicht für die Januarausgabe nochmal spannend ist, ist vielleicht auch das Thema Strom. Da möchte ich noch ein bisschen mehr zu wissen. Und auch Chemie. Wir sehen ja die Regulation. Ne? Im April ist ja dieses Jahr um. Wir erinnern uns, die Annullierung der Autorisierung von Chrome 6 für Hardverchromer. Das hat ja stattgefunden, mehr oder weniger im April diesen Jahres und läuft ein Jahr. Jetzt gibt es ja schon neue Gespräche bezüglich einer Beschränkung. Wenn ich das richtig verstanden habe, könnte das aber auch Vorteile für uns Galvaniker liefern. Aber genau das möchte ich wohl auch noch mal mit dem Herrn Zimmer vom Verband abklären. Das weißt du jetzt noch gar nicht. Ich werde ihn aber fragen. Mit ein bisschen Glück wird er zustimmen, mir da einiges zu sagen. Ja, mit anderen Worten, wir bleiben in der Thematik dran. Wir bleiben an den ganzen wichtigen Themen dran, die für die Existenz unserer Branche wichtig sind. Kontra Deindustrialisierung, sowas wird es nicht geben, aus meiner Sicht. Und vor allen Dingen werden wir das zu verhindern wissen. Ne? Und Sehr schön. Ich denke, wir können uns auch auf ein Jahr 2024 freuen. Ich hoffe, dass nicht gleich wieder am Jahresanfang irgendwelche Hiobsbotschaften kommen. Wir hatten genug davon die letzten Jahre. Jetzt brauchen wir wieder positive Dinge. Und wir wurden genug demotiviert und versuchen, aus der Demotivation Kraft zu schöpfen. Viel Spaß dabei.
Ich wünsche auch, also kann ich nur bestätigen. Also wir brauchen ein bisschen mehr Glück im neuen Jahr, ne? Ein bisschen weniger Krisen. Ja. Und jetzt zunächst mal wünsche ich eine frohe und besinnliche Weihnacht allen Hörern, allen Lesern der Galvanotechnik. Auf das nächste Jahr ein besseres wird und dann wieder gute Geschäfte und gute Produkte vom Band rollen. Ne? Nicht nur vom Band, ne? Auch aus den Bädern. Also, ich wünsche natürlich dasselbe, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein gutes und erfolgreiches Jahr 2024.